Willkommen zum nächsten Vortrag hier auf der Bühne 3 auf der FOSGIS 2021. Wir schauen uns nun ein kommunales Geoportal an, mit dem dynamisch Inspire-konforme Dienste bereitgestellt werden können und wollen uns das vor allen Dingen mit dem Fokus für ein Beispiel auf interkommunale Zusammenarbeit anschauen. Der Redner ist der Otto Dassau von GBD aus Düsseldorf. Der Otto ist schon sehr oft hier bei der FOSGIS dabei und hat Vorträge und gehalten und Workshops hier auf der FOSGIS moderiert. Zusammen mit dem Günther Faubel vom Landkreis Marburg-Biedenkopf stellt er diese Lösung vor. Herzlich willkommen. Mein Name ist Otto Dassau. Ich bin Geschäftsführer des Geoinformatikbüro Dassau aus Düsseldorf und gemeinsam mit Günter Faubel, dem GIS-Leiter des Landkreises Marburg-Biedenkopf, haben wir diesen Vortrag uns überlegt und eingereicht. Dabei geht es um das Beispiel einer interkommunalen Zusammenarbeit, IKZ, und um das konkrete Projekt im Rahmen der IKZ, nämlich die Umsetzung eines kommunalen Geoportals, um Inspire-konforme Dienste, in diesem Fall zum Thema Bauleitplanung, bereitstellen zu können. Wir möchten uns natürlich kurz vorstellen, beziehungsweise den Landkreis, und danach werden wir auf das Thema interkommunale Zusammenarbeit eingehen, das darin stattgefundene Projekt genauer skizzieren und vorstellen und zum Schluss noch ein paar Neuerungen ansprechen, die im Rahmen dieses Projektes der GBD WebSuite hinzugefügt wurden. Kurze Vorstellung. Der Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt in Mittelhessen. Er hat etwa 250.000 Einwohner, verteilt auf 21 Kommunen. Und die Gesamtfläche des Landkreises wird umfasst in etwa 1.262 Quadratkilometer. Wir als Geoinformatikbüro Dassau bieten Open Source, GDI und GIS Entwicklung und Dienstleistungen an. Und unser Schwerpunkt ist QGIS als Applikation sowie Postgres, PostGIS, GrassGIS und die GBD WebSuite. Ich fange nur an, ich möchte etwas beschreiben die IKZ. Die Ziele der IKZ sind der Aufbau einer gemeinsamen Geodateninfrastruktur, also zwischen dem Landkreis und seinen Kommunen. Es geht also um die Förderung der Zusammenarbeit und Stärkung zwischen den Kommunen und dem Landkreis. Und ganz konkret im Fokus steht die Erfüllung der Inspire-Richtlinie. Wie schon kurz angesprochen, sind die initialen Projekte, was das Thema Inspire betrifft, Bauleitplanung. Zusätzlich wurde auch Schulstandorte als Thema mit angepackt, aber das wird jetzt im Rahmen dieses Vortrags keine Rolle spielen. Ich möchte jetzt ein bisschen was zum Thema Gründung der IKZ sagen. Angefangen hat das 2013 und zwar mit dem Abschluss eines Kooperationsvertrages zwischen dem Landkreis Marburg-Biedenkopf und dem Land Hessen, in dem Fall konkret mit dem Amt für Bodenmanagement in Marburg. Und dabei ging es um die Zusammenarbeit und Beratung bei der Nutzung eines Geoinformationssystems auf Basis der Geobasisdaten der Hessischen Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, HVBG. Entschuldigung. Das war also der erste Schritt 2013 und weiter ging es dann 2016 und zwar dann ganz konkret mit der Beschlussfassung der Kommunalparlamente und des Kreisausschusses des Landkreises, dass eine Zusammenarbeit im Rahmen einer IKZ stattfinden soll für den Bereich zum Thema, also für das Thema Geodateninfrastruktur. Und in diesem Rahmen, nach diesem Beschluss, wurde dann auch die IKZ gegründet mit den 21 Kommunen und dem Landkreis Marburg-Biedenkopf und ein entsprechender Kooperationsvertrag geschlossen. Als dieser Vertrag geschlossen war, wurde danach ein Förderantrag beim Land Hessen
eingereicht, und zwar zum Aufbau einer IKZ im Bereich Geodateninfrastruktur. Und für diesen Antrag gab es dann auch eine Zusage mit einer Förderung, also auch einer finanziellen Förderung durch das Land Hessen. Und damit war dann auch eine Grundlage gelegt, um die IKZ dann auch direkt starten zu können. Und das fand dann auch statt, nämlich, wie hier zu sehen auf der nächsten Folie, 2017. Im Rahmen der GKZ wurde also die GDI Marburg-Biedenkopf gestartet am 01.01.2017, und zwar mit einer Laufzeit von erst einmal 5 Jahren. Bearbeitung der Themen, die im Fokus standen, war zum einen erstmal Digitalisierung der Bauleitplanung, ein Thema, was vor allem die Kommunen umgesetzt haben, und zum anderen der Aufbau eines Inspire-konformen kommunalen Geodaten-Servers, Services da auf Seiten des Landkreises. Hier nochmal ein Überblick zum Organisationsaufbau der GDI Marburg-Biedenkopf. Sie sehen im oberen Bereich die Mitglieder, also die 21 Kommunen und den Landkreis. Und hier im Zentrum den Kern, sage ich jetzt mal, dass den Arbeitskreis GDI als operative Ebene, die sich zum einen also auf Seite der Kommune um die Aufbereitung der Daten zum Thema Bauleitplanung kümmert, und zum anderen der Bereich Aufbau und Betrieb des kommunalen Geoservers Servers, der im Aufgabenbereich des Landkreises liegt und lag. Und darüber hinaus war von vornherein aber auch die Umsetzung weiterer Themen immer dabei oder ein Thema, denn wie schon angesprochen, war das Thema IKZ nichts Kurzfristiges. Also das war von vornherein auch angedacht, dass es, wenn möglich, darüber hinaus über diese 5 Jahre geht und weitere Themen dann gemeinsam angepackt werden können. Ergänzend, beratend zur Seite stand oder steht dem IKZ dann auch das AFB Marburg, und ja, damit ist, war, das ist sozusagen die Organisationsstruktur der IKZ, einmal im Überblick. Nach der Gründung konnte jetzt also ganz konkret gestartet werden, und zwar mit einer öffentlichen Ausschreibung zu den beiden Themen, zum einen Digitalisierung der Bauleitplanung und zum anderen Aufbau des Geodatenservers. Und zwar, das ist interessant, unter Berücksichtigung des Kreistagsbeschlusses Open Source Komponenten einzusetzen. Das ist also ein wichtiges Thema, Open Source, und dementsprechend sind wir auch froh natürlich, dass wir dann den Zuschlag bekommen haben und eine Open-Source-Lösung platzieren können beim Landkreis Marburg-Biedenkopf und der IKZ. Auf Grundlage dieser Ausschreibung fand dann die Auftragsvergabe statt. Bauleitpläne sind in etwa 1600 Stück gewesen, und natürlich der andere Teil, Aufbau des Geodatenservers, den ich noch genauer beschreiben werde, das ist der andere Teil. Parallel dann zur IKZ wurde auch intern beim Landkreis Marburg-Biedenkopf die GDI sukzessive immer mehr auf Open Source umgestellt und erweitert. Das ist also ein Schritt, der parallel jetzt unabhängig von diesem IKZ stattgefunden hat. Aber trotzdem, ja, denke ich, bemerkenswert ist und hier auch kurz angesprochen werden soll. Ja, und danach kam dann halt die Umsetzungsphase, und ich werde auch gleich ja noch ein bisschen beschreiben, was zu dieser Umsetzung gehört, was wichtig ist, und letztendlich dann die finale und Inbetriebnahme, also das produktive Bereitstellen des Geoservice-Portals fand dann Ende 2020 bzw. am Anfang dieses Jahres 2021 statt. Das ist also der Schritt, oder das war die Gründung und Umsetzung dieses Projektes auf IKZ-Ebene. Und ich möchte jetzt in einem weiteren Schritt auf das konkrete Projekt eingehen, was wir umgesetzt haben, nämlich die Umsetzung
und Bereitstellung inspire-konformer Dienste über einen kommunalen Geo-Server. Dazu gibt es halt drei Punkte, die im Fokus standen. Zum einen geht es um die Bereitstellung einer Administrationsoberfläche. Diese sollte webbasiert sein, weil man unabhängig sein wollte von vielleicht vorhandenen GIS-Systemen in den Kommunen. Da sollte jetzt niemandem etwas aufgezwungen werden, was er dann benutzen muss. Dementsprechend also eine webbasierte Administrationsoberfläche. Und es sollte halt sehr einfach sein, damit die Mitarbeiter der Kommunen, die nicht jeden Tag jetzt der Daten der Bauleitplanung aktualisieren, sondern es ist meistens ja vielleicht einmal im Jahr, findet das statt, dass das halt einfach und intuitiv stattfinden kann. Und ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch gleich ansprechen will, geht dabei auf die Aufbereitung der Geo- und Metadaten. Und das ist ein Thema, was ich gleich nochmal anspreche. Der zweite Punkt, die zweite Aufgabe ist dann wenn die Daten also auf dem Server sind, dass diese dynamisch bereitgestellt werden in Inspire-konformer Form. Und zwar dann halt auf Grundlage natürlich der Geo- und Metadaten, die von den Kommunen eingepflegt und bereitgestellt werden. Und wenn die Inspire-konformen Dienste dann laufen, werden diese noch als dritte Aufgabe integriert in einmal das Geoportal Hessen, als auch in das Geoportal des Landkreises Marburg-Biedenkopf. Das sind also die Aufgaben, die im Rahmen des Projektes Umsetzung Inspire-konformer kommunaler Geo-Server vor uns standen. Wie gesagt, wollte ich noch mal einmal ganz kurz auf eingehen, auch auf das Thema Vorbereitung der Daten, der Geodaten. Eine ganz wichtige Voraussetzung dafür, dass die eigentliche Administration so unkompliziert und einfach für die Mitarbeiter der Kommunen stattfinden kann wie möglich. Und dazu wurde durch die GDI Marburg-Biedenkopf halt ein umfangreiches Dokument, ein Merkblatt erstellt, in dem genau beschrieben wird, wie die Daten, die dann bereitgestellt werden sollen, Inspire-konform, wie diese durch die Kommunen bzw. durch einen externen Anbieter vorbereitet und umgesetzt werden müssen. Das ist hier beschrieben und ich habe nochmal auf der Folie das nochmal so ein bisschen konkreter, kann man sich vielleicht dann besser vorstellen. Die Geltungsbereiche als Beispiel, also die Umrandung der B-Pläne, sind, das ist alles im Shape-Format abgelegt mit den entsprechenden Attributen, Sachdaten, also dann den Gesamtplan als PDF, der gescannt und referenziert wird, dann ausgeschnitten daraus noch ein PNG-Bild des eigentlichen Bereichs, des eigentlichen Plans, der dann auch in die Karte integriert werden kann. Und ganz wichtig, es sollten halt auch ergänzende Berichte mit in dem Geoportal abgebildet werden. Also Umweltberichte beispielsweise als PDF mussten aufbereitet werden, damit die dann auch zur Verfügung stehen. Das ist also wie gesagt, die Vorbereitung, die auf kommunaler Ebene stattfand. Also da hatten wir jetzt ganz konkret, das war jetzt nicht unsere Aufgabe, aber es ist ein ganz, ganz wichtiger Teilaspekt, den wir genutzt haben. Und zwar, als es dann darum ging, die Administrationsoberfläche zu konzipieren und umzusetzen. Wir konnten also davon ausgehen, dass die Daten gut vorbereitet sind als Art ZIP-Paket und dementsprechend mussten wir da jetzt keine umfangreichen Oberflächen bauen oder um beispielsweise die Daten nachhinein nochmal kompliziert durch den Anwender harmonisieren lassen zu können oder ähnliches, sondern wir wussten, was wir bekommen und konnten daraus dann was machen. So nenne ich das mal. Kurz gesagt, die Funktionalität, was jetzt dem Administrator aus den Kommunen zur Verfügung steht, die umfasst Folgendes. Einmal nachdem er sich angemeldet hat, wird automatisch die Daten der Bauleitplanung für seine Kommune dargestellt. In diesem linken Menüfenster bekommt er also eine komplette Liste aller Daten der Bauleitplanung. Und da das teilweise sehr viel sein können, hat er dann die Möglichkeit, erst einmal nach bestimmten Bauleitplannamen zu suchen, sich daran zu und kann sich dann also schneller zurechtfinden.
Das ist der Punkt 1. Danach kann er dann die Daten kontrollieren. Und zwar sich die Daten mal direkt im Kartenfenster anzeigen lassen, abfragen, die Sachinformationen und bei Bedarf dann auch Informationen ausdrucken zu dem jeweiligen Datensatz. Dann, was auch für jeden Datensatz möglich ist, ist, dass man ihn löscht und natürlich dann die eigentliche Pflege, dass man neue Daten hochladen kann. Wie gesagt, die sind vorbereitet als ZIP-Paket. Das heißt, das Hochladen ist dann wirklich sehr unkompliziert. Man wählt einfach das ZIP-Paket aus und dann werden die Daten hochgeladen. Und das weitere Prozessieren findet dann und Inspire-konforme Bereitstellen findet dann im Hintergrund statt. Damit hat der Administrator auf kommunaler Seite dann nichts mehr zu tun. Darüber hinaus kann er dann Metadaten aber natürlich noch kontrollieren und anpassen. Dabei ist es so, dass wir die Metadaten, soweit es geht, automatisiert erfasst haben, und die nur darauf eingeschränkt haben, die Metadaten, wenn es jetzt beispielsweise einen Wechsel in den Verantwortlichen gibt oder sich eine Telefonnummer geändert hat, dass das dann eingetragen werden kann. Das sind so die Standardinformationen, die dort angepasst werden. Und darüber hinaus kann man jemand auch die Daten der Bauleitplanung als CSV exportieren, als Übersicht, wenn er das möchte. Und die letzte Möglichkeit ist, wenn jetzt die neuen Daten eingespielt wurden, oder man kann er dann auch sich anzeigen lassen, welche Dienste nun bereitgestellt werden. Und das umfasst zum einen Inspire-konforme als auch OGC-Dienste, WMS, WFS und so weiter. Kann man sich vielleicht auch besser vorstellen, wenn man sich die nächste Seite anzeigt, also hier nochmal das Bild in klein mit den drei Hauptfunktionen hier, die hier auf der rechten Seite abgebildet sind. Einmal die Anzeige der Dienste, dann die Metadaten-Editieroberfläche und das wirklich sehr einfache Hochladen der Bauleitplan-Daten, wenn die aktualisiert werden. Ganz konkret ist es auch so, wenn Daten mehrfach, also meistens ist es ein kompletter Datensatz und dann neue Daten werden neu integriert. Daten, die bereits da sind, werden halt einfach überschrieben. Da sind entsprechende Kontrollmechanismen verbaut oder verarbeitet, programmiert, die da dann auch Rücksicht drauf nehmen und das auch wirklich einfach und intuitiv machen für den Administrator. Das ist also der Teil 2, nämlich die Umsetzung, Bereitstellung der Inspire-konformen Dienste. Und der letzte Punkt ist dann die Integration der Dienste einmal in das Geoportal Hessen und zum anderen in das Geoportal des Landkreises Marburg-Biedenkopf. Das Geoportal Landkreis Marburg-Biedenkopf ist also eine eigene Anwendung, die losgelöst ist vom Geoservice-Portal von der GDI des Landkreises. So kann man sich das ist jetzt einfach mal als Beispiel genannt, gezeigt, ne, wie man Daten, die jetzt erfasst wurden, dass die dann auch direkt automatisch dann auch dargestellt werden in dem jeweiligen Portalen. Das also die Umsetzung, Beschreibung des Projektes und jetzt möchte ich noch mal ganz kurz darauf eingehen, auf die Neuerung der GBD WebSuite. Wie gesagt, die GBD WebSuite, wir programmieren, entwickeln die seit 2017 und verstehen die als webbasierte Open Source Plattform zur Geodatenverarbeitung. Sie bietet, ist modular aufgebaut, bietet eine Reihe von Funktionalität, die als in Form eines Docker Containers bereitgestellt wird und in eine GDI integriert werden kann. Und hier haben Sie einen Link. Wenn Sie möchten, können Sie da vielleicht später dann nochmal draufschauen. Ansonsten, was ist jetzt Neues hinzugekommen? Und zwar ganz wichtige Punkte, Aspekte. Die GBD WebSuite ist jetzt in der Lage, selbst über die Serverkomponente Dienste bereitzustellen. Und das umfasst WMS, WMTS, WFS, WCS und auch ein Catalog-Service.
Teilweise sind diese, nicht alle dieser Datenformate sind bisher umgesetzt oder genutzt worden durch die Umsetzung hier beim Landkreis Marburg-Biedenkopf. Aber das hier ist die komplette Liste, die aktuell zur Verfügung steht. Darüber hinaus gibt es halt natürlich auch hier oben die Umsetzung der Administrationsoberfläche, die neu hinzugekommen ist. Das ist ein natürlich schon recht individuelles Modul, aber setzt auch eine Basis oder stellt eine Basis dar, die hinzugefügt wurde, ja, eine Entwicklung. Das ist also der Teil. Und darüber hinaus bei der ist sind auch Inspire-Funktionalitäten ergänzt worden zu den eigentlichen OGC-Diensten. Und zwar ist es möglich, Inspire-Metadaten zu integrieren in die OGC-Dienste. Das ist der eine Teil, der möglich ist. Und ein weiterer Teil ist, dass dieses Tool auch Inspire-Harmonisierung durchführen kann. Also das Umbauen, Harmonisieren von Sachdaten und Geometriedaten, ja, entsprechend von Inspire-Vorlagen. Das ist dann halt auch möglich. Und ja, dementsprechend ist die Zeit jetzt um. Und wenn Sie Fragen haben, dann freuen wir uns sehr. Und ansonsten hoffe ich, dass Ihnen dieser Vortrag gefallen hat und wünsche Ihnen noch viel Spaß. Vielen Dank, Otto, für diese Vorstellung der interkommunalen Zusammenarbeit, der erfolgreichen und der Vorstellung der Anwendung. Wir sind jetzt hier zu dritt und haben noch den Günther Faupel vom Landkreis Marburg-Biedenkopf hier im Team und wollen jetzt noch ein paar Fragen uns anschauen. Genau, jetzt gibt es erstmal Applaus für den tollen Vortrag und es sind auch einige Fragen hier gelandet. Ich fange mal mit der ersten Frage an, die lautet: Gibt es auch Pläne in Zukunft, Pläne nach X-Planung bereitzustellen? Ja, kann ich vielleicht gleich noch mal was zu sagen? Ja, X-Planung ist generell ein großes Thema. Wir haben das auch schon diskutiert. Das Problem ist einfach bei den Kommunen und auch bei den Planern, dass es also sehr, sehr wenige Planer gibt, die überhaupt nach X-Planung planen können. Ja, ich denke mal, dass wir dann wirklich, wenn das mal soweit ist, sicherlich das auch auf X-Planung umstellen können. Dankeschön. Dann die nächste Frage ist, wie viele Anwender nutzen die Anwendung und wie ist die Akzeptanz? Ja, also das Geoservice-Portal, das wird jetzt überwiegend natürlich von den Kommunen genutzt, weil von den 21 Kommunen der IKZ. Wir haben natürlich sämtliche Bauleitplanungen auch in unseren öffentlichen GIS-Bereich eingestellt, der über die Internetseite des Landkreises abrufbar ist. Das heißt, dort kann man auch alle Bauleitplanungen letztendlich sich anschauen. Speziell halt auch gedacht für Architekten, die dann vorab jetzt sich dort die PDF-Pläne dann angucken können und auch die zusätzlichen Dokumente. Und im Haus wird das GIS jetzt genutzt, also die GBD Web Suite von circa 250 Leuten, speziell halt auch im Baubereich. Die nutzen das sehr intensiv, Naturschutzbereich. Aber es momentan zeichnet sich ab, dass das immer mehr als Plattform genutzt wird, auch für andere Bereiche, um zum Beispiel Zuständigkeiten darzustellen. Also es ist sehr dynamisch momentan und wir bekommen da immer mehr Zulauf. Das heißt also, das wird ein zentrales System auch werden innerhalb des Open Governments, was jetzt bei uns auch sehr groß geschrieben wird und auch umgesetzt werden soll. Okay, super. Ja, dann gibt es noch eine Frage. Gibt es die Unterlagen, zum Beispiel das Merkblatt für die Vorbereitung oder Georeferenzierung auch als Vorlage? Also wir haben das als PDF-Datei vorliegen. Das kann man sicherlich gerne zur Verfügung stellen. Also wir machen das auch so, dass wir das allen Dienstleistern, die jetzt diese Sachen aufarbeiten müssen, die Bauleitplanung, dass wir denen das zur Verfügung stellen. Okay, dann können die Datendienste zur Bauleitplanung im Inspire-Portal gefunden werden. Wie ist die Zusammenarbeit mit der Leitstelle X-Planung X-Bau in Hamburg? Also da
gibt es meines Erachtens momentan noch keine Zusammenarbeit. Das wird ja über das Geoportal Hessen, werden die Sachen ja gemeldet nach dieser Inspire-Richtlinie, nach der europäischen Richtlinie. Inwieweit das jetzt dann direkt dort zur Verfügung steht, kann ich gar nicht genau sagen. Okay, gut. Dann gibt es noch eine Frage zur Inspire-Konformität. Kontrollieren Sie die Inspire-Konformität der Daten, Dienste und Metadaten über die Testsuite der GDI.de? Wenn ja, wie sind Ihre Erfahrungen damit? Da kannst du vielleicht was sagen, Otto. Ja, also wir im Rahmen des Projektes haben wir die natürlich getestet und es gab halt auch natürlich die Anforderung, dass die konform sind, entsprechend der Testsuite. Aber man musste auch sagen, dass das immer wieder auch ein bisschen ja nicht ganz so einfach war, und wenn das vielleicht bei der einen Testsuite durchlief, heißt das noch nicht unbedingt, dass das grundsätzlich immer alles so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Von daher, ja, wir haben getestet. Und da auch, ich sag mal, bestanden, aber im Endeffekt war es trotzdem etwas knifflig in der Umsetzung. Ja. Ah, okay, gut. Dann haben wir noch eine Frage, werden auch Flächennutzungspläne erfasst? Ja, die sind auch erfasst. Mhm. Okay. Aber nicht von allen Kommunen. Das ist halt immer eine Sache, wie die Kommunen ihre Pläne aufarbeiten. Es gibt teilweise Kommunen, die haben keinen gültigen Flächennutzungsplan, da können wir natürlich auch keinen darstellen. Aber überwiegend dort, wo welche Vorlagen, haben wir sie auch erfasst, ja. Okay. Gut, jetzt eine Frage, da ist vielleicht schon klar, wer die gestellt hat. Ist auch OGC-API-Features-Unterstützung geplant? Okay, wer hat die gestellt? Nein, das ist natürlich auf der Liste bei uns, aber es ist jetzt noch nicht, also in unserem Kopf ist es vorhanden, aber noch nicht konkret geplant, und so, dass ich jetzt sagen könnte, dann oder dann ist es vorhanden. Okay, gut. Ja, dann vielen Dank an euch und danke noch für die Beantwortung der vielen Fragen. Wir haben jetzt hier wieder eine kleine Pause und dann geht's mit dem nächsten Vortrag weiter. Und ja, wir sehen uns gleich.